Hallo und willkommen zurück zu Dirt Rally. Das ist ein Motorsportspiel, was man ebenfalls auch in der VR-Version spielen kann. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal eine Runde an. Dann gehen wir halt, es gibt erstmal sechs verschiedene halt Sachen, die man machen kann. Einmal PvP-Events, dann Online-Events und Weltmeisterschaft. Ja, und hier noch Teamverwaltung, Garage und selbst erstellte Meisterschaften. Ja, ich würde sagen, wir spielen erstmal die normale Meisterschaft. Hier gibt es auch nochmal drei Meisterschaftsarten. Einmal die 1960er Meisterschaft, dann noch die Peak in der USA und die Hayden Hill in England. Aber ich würde sagen, wir spielen erstmal die 1960er. Dann machen wir einfach vom letzten Mal weiter, von da, wo ich vom letzten Mal gespielt habe. Das ist diese Strecke, die von Anfon. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Cut, weil die da jetzt schon lange ist. Hier sind wir wieder bei der Kamerafahrt und ich würde sagen, ab hier geht's jetzt weiter. Hier hat man einmal die Listen der Mitfahrer und man selber. Dann hat man hier einmal halt so die Einstellung seines Fahrzeuges, wie man das gerne haben möchte. Ich mache das mal kurz, so wie ich am besten fahren kann. So, dann hat man hier nochmal Event-Informationen, Zwischenstand und Testfahrten machen. Das sind halt so, ja, halt so kleine Sachen, die man nebenbei machen kann noch. Jetzt würde ich sagen, dass wir erstmal mit der Etappe beginnen. Hier sieht man dann schon direkt sein eigenes Auto und man hat mehrere Perspektiven, denen man fahren kann. Einmal die Innensicht aus dem Cockpit, dann noch einmal eine Kamerasicht, die etwas näher am Auto, dann ist sie etwas weiter weg. Haben wir noch eine vorm Auto und noch eine auf der Motorhaube und auch an der Windschutzscheibe. Dann hat man rechts in der Ecke nochmal ein Tacho, wo die Gasanzahl, also Geschwindigkeit und sowas angezeigt wird. Hat man oben rechts einmal die Zeit, damit man sieht, wie schnell man fährt. Oben in der Mitte vom Fernseher wird dann nochmal angezeigt, was halt so, halt ob Kurven kommen, wie schnell man da am besten durchfahren kann, halt sowas. Und rechts wird einem nochmal so eine Art Leiste eingeblendet, wo man sieht, wie weit man halt noch so vom Ziel entfernt ist und von den einzelnen Zwischenetappen. Ja, das, wie ich am Anfang erwähnt habe, ist das Spiel auch in VR spielbar. Bloß ich finde, dazu muss ich sagen, es lohnt sich nicht, das Spiel in VR zu spielen, da man halt nichts, also wenn man sich um, halt, wenn man sich nach links dreht, halt im Auto nicht großartig irgendwie umdreht oder halt, sagen wir, keine besonderen Zusatzsachen hat, halt, wie man irgendwie Zusatz, halt irgendwie, dass man irgendwie das Spiel anders erlebt. So. Ja, das ist halt sowas, was ich irgendwie anders hätte machen können, finde ich. Das Spiel kann man auch noch mit, also das Spiel ist auf ein bis zwei Spieler ausgelegt. Und dann, wenn man das zu zweit spielt, ist der zweite Spieler halt die Person, die neben dir sitzt. Und halt ansagt, wann welche Kurven kommen und sowas halt. Und wie schnell man halt am besten durchfahren kann. Das macht halt dann der zweite Spieler. Ja. Die Grafik an sich von dem Spiel ist eigentlich ganz schön. Also ich habe da nichts gegen auszusetzen. Das Spiel an sich ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Es gibt vielleicht ein paar Sachen, die man anders machen kann. So. Aber an sich ist das Spiel eigentlich ganz gut. Ja, das wäre es auch von mir. Und damit verabschiede ich mich.